Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Warlords. Ich wollte schon Crusader sagen, aber nein, ist es nicht. Wir haben ein bisschen Armee ausgebaut, wir haben wieder die anderen eingenommen, jetzt sind wir hier beim letzten Einnehmen. Ich hoffe, das geht diesmal glatt und werden nicht wieder durch irgendeinen Bug rausgeschmissen. Holen wir uns noch die letzten Truppen, die wir können. Wir haben weit mehr Truppen als vorher. Kann ich mit Shift? Yes, I can. Okay, also die Standards haben sie zumindest drin, das finde ich gut. Rennt bitte mal da rein und tötet. Ich hoffe, uns werden die nicht so sehr auf den Senkel gehen, auch wenn die uns wahrscheinlich wieder in den Rücken fallen werden. It should be fine. Diesmal bin ich drauf gefasst. Und hab's im Auge. Nee, momentan kommt gar nichts davon, okay? Meine Truppen sind diesmal ein bisschen slicker. Ein bisschen slicker unterwegs. Das ist eine ganz schöne Armee schon. Ziemlich nice. Aber das war etwas, muss ich echt sagen, was mich in Stronghold 2 gestört hat. Man musste diese Gebiete einnehmen, das war mandatory. Weil du sonst keine Ressourcen bekommen hast. Und dafür musstest du Truppen da stationieren. Aber du hattest keine Truppen, die du so billig einfach machen konntest. Sondern man musste für Truppen wirklich immer Waffen produzieren. Das heißt, die hatten immer einen sehr großen Wert. Aber so einen billigen Pikenier kannst du mit zwei Pfeilen erledigen in Stronghold 2. Und es hat mich sehr gestresst, diese Gebiete zu verteidigen. Und er hat einfach zwei Bogenschützen hingesendet und hat einmal Leute getötet, ohne dass ich was tun konnte. Und das war nicht schön. Wenn das hier genauso ist, ich meine, die halten zumindest ein bisschen mehr aus. Aber wenn das soweit genauso ist, bin ich ein bisschen demotiviert, was das angeht. Aber guck mal, jetzt kommen sie mal mit kleinen Trüppchen. Die waren aber mal größer, Freunde. Wie sie einfach von hinten mit Pfeilen gespickt werden. Und dann kommt hier diese Welle an massiven Kriegern an. I like it. Wir werden angegriffen. I like it. Holen wir noch mal ein paar mehr. Holen noch ein paar mehr von denen. Egal welche. Du auch noch. Läuft. Moin. Komm mit. So. Macht sie nieder. Auch die Phrasen. Hab ich auch Bogenschützen? Ich hab kaum noch Bogenschützen. Ah. Deshalb nicht. Wenn meine 43 Bogenschützen sonst wo rumstehen. Haben schon metzelt die mal ein bisschen schneller. Das kann ja wohl nicht angehen hier. Ihr zerstört das mal. Ihr geht mal hier hin und zerstört das. Könnt ihr die bitte mal killen? Ah, interesting. Das hier hat ja ein richtiges Häuschen. Wir konnten es nur nicht sehen, weil da jemand drin war. Okay, die Zivilisten lassen wir mal am Leben. Wir sind ja nicht solche Schweine. Auch wenn das in China meines Wissens nach nicht unbedingt immer gang und gäbe war, aber ja. Okay, wir haben leider alle Blasrohr-Typen verloren. Aber das ist okay, die sind zwar relativ teuer, aber holen wir uns mal eine Charge. Okay. Wie sie da an der Stelle gerade im Halbkreis um die Feinde standen, die hinteren Reihen nur am Anfeuern, ja, wie immer, ne? Aber das war wirklich ein Problem auch früher. Dass ein Großteil der Armee vielleicht gar nicht kämpfen konnte, sondern nur die vorderen zwei Reihen und der hintere Teil hing einfach hinten und war dann halt dafür da, wenn die ersten gefallen sind, ne? Darum war später dann ja auch Taktik so erfolgreich, wenn man dann versucht hat, praktisch die Leute zu umzingeln und dadurch seine Macht auch besser einsetzen konnte, wenn man eine Überzahl zum Beispiel hatte. Können wir das Ding einfach einnehmen? Wir können nicht durchrennen. Der macht automatisch die Tür zu. Das ist ja wunderbar. Dann zerstört man das Torhaus. Hätten wir jetzt Ninjas, by the way, und die gibt es wieder, wie in Stronghold Crusader. Obwohl es damals Assassinen waren und ich finde den Begriff Ninja dabei eigentlich relativ unpassend. Aber ja, das ist ja das Gängige, was anscheinend eine Misconception ist, dass die Ninjas irgendwie solche Assassinen-like Personen waren und nicht irgendwelche politischen Intriganten.
was sie wohl wirklich gewesen sein sollen. Habe ich mal eine Doku zu gesehen. Aber ja, wir haben die wieder und die können Mauern erklimmen und damit könnten wir das Haus, das Burghaus natürlich ganz einfach einnehmen und müssen es nicht zerstören, was mit den Speeren übrigens auch absolut nicht möglich wäre. Aber es ist ja ein Game, ne? Metzeln wir mal ein paar Leute nieder. Moin, ein paar Schweinchen müssen leider auch dran glauben. Könnten wir zumindest. Ihr könnt euch nicht wirklich wehren. Ja, einfach, komm. Hin- und Hunkönig töten. Dann haben wir die Mission dann. Dum, dum, dum. Sieg. Nice. Ein bisschen schade, dass ich hier nicht... Kann ich... Ah, okay, ich kann umschalten. Okay, okay, ich wollte schon sagen, ein bisschen schade, dass ich den Kram nicht sehen kann, der hier noch ist. Salpeter, Eisen. Ich bin gespannt, was wir noch machen können. Es gibt wieder Mönche, by the way. Dankeschön, Unfug, das ist lieb. Das war jetzt noch keine schwere Mission, die kommen dann noch. Das hier ist eigentlich echt simpel. Wenn der Bug nicht gewesen wäre, hätten wir es schon angeschafft. Hydrate, dankeschön. Wir werden schön was trinken. Eure Durchlaucht. Gary, the Gammy King, wird was trinken. Bin gespannt, wann wir zum Kaiser kommen hier. Anscheinend kommen wir noch mit den Hunden in Kontakt. Irgendwas mit Japan? Also das sieht zumindest aus wie der Kaiser mit dem Hut oder wie irgendjemand hochrangiger. Keine Ahnung, was er sein soll. Und warum er so fancy ist. Mit Schriftrolle sogar. Ob das hier Story-Campaign wirklich ist oder Special oder sonst irgendwas? Keine Ahnung. Der Marsch gen Süden ist die nächste. Die Stämme von Tukfan sind ihm treu ergeben und bereit, in Richtung Hung zu marschieren. Okay, dann machen wir das mal. Der Marsch gen Süden. Vor allem gen Süden? Ich dachte, wir marschieren nach Nord. Oh, okay. Tukfan hat die Stämme seines Landes gegen den gemeinsamen Feind vereint. Jetzt muss er selbst zum Angriff übergehen, seine Truppen ins Gebiet der Hung schicken und sie für den Kampf bereit machen. Der Hung-König wird langsam ungeduldig mit seinen Kommandanten, die es immer noch nicht geschafft haben, die nördlichen Stämme zu bewältigen. Ich dachte, wir haben den Hung-König gerade getötet. Genervt befiehlt er einen Großangriff und den Aufstand niederzuschlagen. Baut Steine ab und schützt die Burg mit mächtigen Mauern. Sehr schön. Wehrt die bevorstehende Invasion eurer Feinde ab, baut Waffen und häuft Gold an. Beschützt den Fürsten um jeden Preis, wie immer. Schauen wir uns das mal an. Und ja, ich habe nicht richtig zugehört, dass wir nach Süden marschieren und dann nach Norden. Ups, wir sind die nördlichen Stämme anscheinend. In Siam sind wir hier doch in der Richtung, oder? Sehe ich das richtig? Ja, die Feinde gehen nach Norden. Ja, ich habe nicht richtig zugehört, sorry. Wir haben jetzt Zugang zu Gemüsefeldern, Eure Exzellenz. Wenn wir ein paar Gemüsefelder anpflanzen, können wir die Gemüserationen steigern und ihr werdet noch beliebter. Oh, ist das schön. Nicht, dass ich mich über Reis zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen beschweren wollen würde. Ja, denn wenn du das tust, dann wirst du wahrscheinlich hingerichtet. Die Revolution wird uns nicht einfach in den Schoß fallen. Wir haben nur eine Chance, wenn es unseren Vorräten und Waffen nicht mangelt. Wie immer, wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern. Wie immer brauchen wir Büffel, um Gesteine zu sammeln. Abgesehen davon will ich noch ein bisschen mehr Reis haben. Und ich habe nicht genug Holz, ist das Problem. Das ist nicht so cool. Wir müssen erst den Bambus ein bisschen klein hacken. Aber ja, wir können Steine abbauen und die Steine müssen irgendwo transportiert werden. Das können wir nur mit Wasserbüffeln machen oder halt mit Büffeln. Ochsen waren es im ersten Teil. Das hat sich auch nicht geändert. Und dasselbe müssen wir, glaube ich, mit Eisen. Aber Salpeter und so weiter kann man ohne die Viecher, meine ich, transportieren. Ein bisschen Stein. Kann ich damit schon was machen? Wir haben ein Burgtor. Das ist eine Ringmauer und Steinwall. 15... Oh, hier gibt es Geschossreichweitenbonus. Okay. Ja gut, ich meine, macht Sinn. Wir stehen höher. Und bessere Chance von Geschossen abzuwehren. Ja. Okay, das sah komisch aus, aber hier ist das, wo wir drauf stehen. Wir brauchen eine Treppe, um da hochzukommen. Oder müssen das Torhaus nutzen, as far as I know. Aber dieses Torhaus ist kein... Das ist ein kleines, kein großes. Mit dem großen Torhaus können wir drauf, mit dem kleinen nicht. Doch, wahrscheinlich schon, denn hier kann man stehen. Seht ihr das? Hier ist ein Gang. Da oben. Ja, ein Gang mit ein bisschen Balustrade. Das hilft nicht wirklich gegen Pfeile, Leute. Also da würde ich mir was Besseres überlegen. Okay, passt. Das heißt, wir können jetzt unsere Fernkämpfer nehmen, wenn wir denn welche hätten. Wir haben keinen einzigen Fernkämpfer. Das ist natürlich die absolut goldene, knusprige
knusprige Sache hier. Unterkünfte. Ja, wir brauchen Unterkünfte. Dafür brauchen wir Stein. Wir brauchen eine Waffenkammer. Dafür brauchen wir Stein. Okay. Wir könnten schon mal Pfeilmacher machen. Na. Schauen wir erstmal, dass wir ein Haus bauen. Für mehr Leute. Wir werden sie brauchen. Dann, dass wir noch ein Reisfeld hinzufügen, denn die Leute müssen was essen. Wir werden auch Gemüse noch dazu anbauen. Aber erstmal nur mehr Reis, weil wir haben definitiv zu wenig Reis. Da müssen wir gucken, dass wir Gold zusammenbekommen. Wir haben hier den Stier-Warlord. Ja, das ist es halt auch. Das sind jetzt zwei Stier-Warlords und das ist halt nicht sehr ikonisch, ne, wie es früher war. Früher war der Wolf und das Schwein, die waren halt einzigartig und die hat man jetzt nicht durch die Gegend gepflastert wie Backsteine auf der Straße. Und das hatte schon einen ganz anderen Feel. Trotzdem interessant. Ich wünsche nur, die würden auch was bauen. Ist schon ein bisschen lame, wenn die nur ihre komische Hütte da haben, die man verteidigen muss irgendwie. Weil, wozu brauche ich denn hier Verteidigung? Warum haben wir hier Zeug liegen? Ich würde das gern... Wieso kann ich das... Kann ich das mitnehmen? Könnt ihr mir das holen? Wozu baue ich Mauern, wenn ich die Typen verteidigen muss im Endeffekt und meine Verteidigungsmöglichkeiten nicht nutzen kann? Das ist gut. Mehr Reis. Drei Gemüsehöfe müssen wir machen. Das sollten wir. Die Frage ist, wohin? Okay, die brauchen zumindest nicht so viel Platz. Das ist schön. Na komm, einer geht noch. Eine Nachricht von Tukfan. Behaltet die Hung-Siedlung in der Nähe im Auge. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie versuchen werden, uns von hier zu vertreiben. Unsere Burg ist vollständig umgeben, Eure Exzellenz. Ja, zum Glück. Das sieht man auch hier. Es ist sehr gut, dass es dieses Symbol der Bergfriedes eingeschlossen gibt, mit dem man übersieht sehr schnell einen. Angriffe gefeit, wenn wir die Stadt mit Steinmauern schützen würden. Ja, danke, habe ich. Steine sammeln, passt. Indem ihr neben den Steinvorkommen in der Nähe. Wir haben noch keine Steine, die sind noch dran. Und vergesst auch nicht, Büffeljoche in der Nähe zu bauen, damit ihr sie transportieren könnt. Sobald okay, das heißt, Nachschub gesichert ist, können wir Mauern bauen. Wenn ihr an der Grenze unserer Ländereien eine Mauer zieht, dann schützt sie das vor Angriffen. Unterkunft. Es scheint, dass Waffenkammer kann woanders sein. Sind. Denkt daran, Hoheit. Je mehr wir eure Beliebtheit steigern, desto mehr Gold gibt unser geliebtes Volk dank der Steuern. Setzt Wohnraum, Reisrationen und Gemüserationen geschickt ein, um eure Beliebtheit zu steigern. Dann sind wir in brauchen mehr Gold. Reich. Wir geben auf jeden Fall Gemüserationen, normale Rationen und wollen dann mehr Gold sehen. Sollte bald Gemüse eintreffen. Genauso werden wir natürlich den Reisanbau noch ein bisschen ausbreiten und auch den Gemüseanbau. Sobald wir es können. Wir haben halt wirklich zu wenig Holz gerade. Das ist halt immer das, was in Stronghold das Problem war. Man muss immer genug Ressourcen ranschaffen und gleichzeitig genug Bauern übrig haben, um halt eine Armee aufzubauen. Und das zu balancen war praktisch die Schwierigkeiten im Spiel und das in gegebener Zeit, damit man halt nicht untergeht. Warum habt ihr den Count-Speicher hier draußen, ihr Narren? Oh mein Gott. Nicht nur, dass ihre gesamte Reisproduktion hier draußen, haben die ja noch einen Count-Speicher draußen. Und ihre Hütten auch. Das können wir ganz einfach niederbrennen. Ich meine, die Typen sind erstmal ein Problem, aber sobald wir ein paar Bogenschützen haben, dürfen die keins mehr sein. Die versuchen, in unser Gebiet einzudringen, Hoheit. Macht euch bereit. Cool. Was kommt da an? Sechs Mann, das ist nicht viel. Ergreift die Waffen, meine Brüder! Wir lassen uns nicht von unserem Weg abbringen. Wir haben dummerweise nicht wirklich Bogenschützen. Hier oben sind zwei. Ne, aber zwei Bogenschützen werden das nicht reißen. Kann ich das Torhaus zumachen? Nein. Warum kann ich das nicht auf und zumachen? Das sollte ich können. Das sind halt alles große Dumdums. Ja, ein bisschen schon. Gary, du musst noch mehr büffeln. Hallo Bernie. Schön, dass du reinschaust. Der Bär wieder. Aber das Gute ist, sie greifen die Warlords nicht an. Das finde ich gut. Ich meine, sie haben auch nicht genug Truppen. Das würden sogar die paar Typen schaffen. Dumm sind sie wirklich. Ich hoffe, meine zwei Bogenschützen reichen, dass sie mir nicht die Mauer zerreißen. Haben wir Geld? Wir haben ein bisschen Geld. Sorg mal dafür, dass wir hier noch ein bisschen was an Bögen generieren. Denn Bögen sind fürs Erste das Wichtigere. Wir haben nicht genug Holz. Ich meine, sie reißen mein Burghaus ein, das ist nicht cool.
Aber es ist okay, ich kann es wieder aufbauen. Bitte, bitte angreifen, das wäre voll gut. Das war vielleicht nicht das Beste, aber ich wusste nicht, dass das Burghaus aufgeht, wenn meine Leute raus wollen. Aber heißt das nicht auch, sie könnten rein? Wenn nicht, ist das... Ich meine, ich konnte ja auch nicht rein, obwohl es offen war. Das ist ein bisschen cheaty, oder? Früher hatte man für sowas ein... Bam, there it is. Früher hatte man für sowas einen... Ich glaube, ich habe es verkehrt rum platziert. Das sieht sehr danach aus. Oder die hatten es verkehrt rum platziert. So ein Nebenausgang. Zumindest beim Herr der Ringe-Spiel, was ich eben erwähnt habe. Bei Schlacht um Mittelerde. Gab es so etwas. Kann ich mir jetzt... Ich habe genug. Mehr Bögen. Ein paar mehr Äxte wären sicher auch cool. Okay, einen brauche ich noch. Habe ich denn genug für eine Gemüsefarm? Für ein Reisfeld. Nehmen wir halt ein Reisfeld. Okay. Große Dumdums sind das hier echt. Wir können nicht nur eine Treppe bauen, wenn wir wollen. Wir haben noch keine Türme. Ich glaube, das kommt später auch noch. Aber wir könnten die Mauer erweitern. Und in beide Richtungen, was wahrscheinlich sogar ganz gut wäre, wenn wir hier einfach mal ein bisschen mehr Platz schaffen. Genauso, was wir machen können, ist, wir können ganz sneaky sein. Sieht man aber sehr gut, finde ich, mit dem Raster. Denn das hier müsste trotzdem zu sein. Weil ich kann hier nichts bauen. Die örtlichen Stämme greifen an, Hoheit. Oh, ich kann was bauen. That is ridiculous. Hä? Ich kann durchs Wasser bauen? Die örtlichen Stämme greifen. Dann habe ich jetzt noch... Oh Gott, noch mehr Bimbos. Das gibt's ja wohl nicht. Und die werden jetzt richtig hardcore meine Bogenschützen zerbixen. Okay, also müssen wir die rausziehen und müssen hier aufs Maul hauen. Hier ist am dünnsten. Das werden wir gleich noch ein bisschen rectifyen. Das geht so nicht. Guck mal, wie die mit Spitzhacken meine Mauer einreißen. Ich meine, die sind klug. Aber mit ihren komischen, läppischen Äxtchen können sie das nicht. Sind das Sapper? Das sind doch keine Sapper, oder? Angstfaktor. Oh, den gibt's auch wieder. Ja, man muss... Was man leider sagen muss, ist, dass es sich nicht wirklich viel weiterentwickelt hat, das Spiel. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Gemessen daran, was für ein Desaster halt der dritte Teil war. Muss man leider sagen. Bögen und Äxte, okay. Außerdem brauchen wir Gold. Okay, ihr seid Geschichte. Kommt wieder zurück. Ich habe keinen Mann verloren. Das gefällt mir. Wie repariere ich euch? Ich muss euch doch irgendwie reparieren können. Ah, sehr gut. Haha, nice. Ja, dann sollte ich hier wohl auch noch ein bisschen die Mauer verstärken, damit sie gar nicht auf die Idee kommt, um Blödsinn zu machen. Rot wird wohl impassable terrain sein, dass da keiner durchrennen kann. Aber ich kann anscheinend reinbauen. Das ist interesting. Bis hierhin sogar. Wie es ausschaut. Gut zu wissen, das müssen wir uns merken. Wie sieht's aus? Können wir... Jawohl, wir können ein paar sinnvolle Leute holen. Ihr könnt wieder hier hochgehen. Wir müssen ein bisschen Armee aufbauen. Das geht so nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Burgtore, durch die sie erstmal durch müssen. Deswegen sind die auch durch die Wand gegangen, weil das einfacher war. Das Game hier kam erst vor kurzer Zeit raus. Ja, das kam erst vor ein paar Tagen raus. Bernie. Ist erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Ganz, ganz frisch. Ganz, ganz neu. Ich komme halt leider erst jetzt dazu, das zu spielen am heutigen Tage, weil Melli hatte gestern und heute Uni. Und da ging das nicht. Aber jetzt können wir uns das zumindest mal anschauen. Ich kann wahrscheinlich die Rationen verdoppeln. Wir sollten genügend Reisfelder haben. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Gemüseanbau. So, damit wir Gemüse und Reis zusammen haben. Einen weiteren... Axtmacher wäre schön. Ich habe hier so ein bisschen Weg freigelassen. Und es ist ja ganz gut, das bei der Waffenkammer zu haben. Ich würde gerne in die Waffenkammer reinschauen. Warum darf ich das nicht? Das ist ein bisschen schade. Das konnte man früher. Und ich meine, ich kann ja sogar in die Axtmacherei reinschauen, wenn sie da am Basteln sind. Und das Dach wird sogar entfernt. Der Bogenmacher genauso. Aber ich kann nicht in die Waffenkammer reinschauen. Oh. Makes me sad. Ich hatte schon eine schlimmere Behausung, Eure Hoheit. Hier gibt's viel weniger Ratten. Ja, und du hast ein Dach. Ist das nicht mega? Apropos, wir sollten wahrscheinlich
Okay, ich kann alle Gebäude ein- und ausschalten. Interesting. Ein besseres Haus nochmal bauen. Ich will ein normales Haus bauen, damit sie happy sind. Am liebsten will ich sogar ein schönes bauen. Überragend, du. 20 Qualität. Wo? Auch ihr Versager schon wieder? Das gibt's ja wohl nicht. Und sie versuchen schon wieder zu zappen, die Schweinchen. Ja, wir müssen die Mauer hier noch ein bisschen verstärken, das geht so nicht. Wir haben definitiv noch keine kritische Masse an Bogenschützen. Die kam aber jetzt mit einigem mehr. Wir sollten vielleicht versuchen, den ersten Warlord uns schon mal zu schnappen. Und ich bin auch geneigt, noch einen Holzfäller zu machen. Das verzögert das Haus noch ein bisschen, aber das ist nicht so wild. So, kommt ihr bitte wieder zurück. Wir werden ein bisschen Gebäudereparatur machen. Und ich werde noch ein bisschen mehr Stein investieren müssen. So, damit die nicht so schnell hier durchkommen, die Penners. Weil das finde ich nicht cool, was sie hier treiben. Okay, wir brauchen mehr Bögen. Wir haben einfach nicht genug Bögen momentan. Okay, cool. Na, aber jetzt bauen wir wenigstens mal eine ordentliche Burg auf, so ein bisschen. Danke, hier wird nicht spioniert. Selbes Spiel, neues Gewand und Back to the Roots, also ein bisschen, ja. Ich meine, sie haben schon Verbesserungen reingebracht. Man hat jetzt ein bisschen... Ach, die hungern mich schon wieder. Man hat jetzt ein bisschen mehr Freiheiten, was das, was den Blickwinkel angeht und sowas. Und so ein paar Kleinigkeiten. Die Armee verhält sich ein bisschen besser, was wir ja schon gesehen haben. Oh, das sind die Hungarmee, das sind wieder die komischen Bimbos, die irgendwo aus dem Urwald stapfen und meinen, mir hier auf den Sack gehen zu müssen. Das finde ich nicht geil. Oh Gott. Ich glaube, aber diesmal kriegen wir sie locker so down. Und können dann einfach unsere Steine dafür investieren, um das wieder hoch zu pushen. Wir haben immer noch genug Reis und der Reis wächst. Das finde ich schön. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Gemüse austeile. Und wir haben Gemüse. Ihr seht, hier sind noch zwei weitere Parzellen. Das ist dann für Schweine und für Tee. Ja, wenn sie Tee kriegen, sind sie glücklich. Kann ich mir denken. Haben wir's? Haben wir's. Die Hungis kommen gerade auch nicht wieder. Ich muss echt mehr Bögen machen. Das geht so nicht. Wir haben gar nicht. Ja, wir haben keine Leute, ist das Problem, ne? Die Bögen. Machen wir ein überragendes Haus und gucken mal, was damit passiert. Oh, sieht ganz nett aus. Ich weiß nicht, was das Haus so überragend macht, außer dass es einen Innenhof hat, aber. Ich hätte lieber mehr Wohnraum, to be honest. Aber das war früher ein bisschen anders. Früher hat man ja sich viel mehr draußen aufgehalten. Da, oh, Scheit. Die haben echt schon Katapulte. Warum haben die Katapulte? Okay, Leute. Wir müssen ein bisschen aufrüsten, Freunde. Bauern werden benötigt, Hoheit. Ja, Bauern. Kommt schon, machen wir schneller. Wir sind relativ langsam im Bauern generieren momentan. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Hier rennt man da hoch. Ja, so, wir brauchen euch. Alle anderen, ihr seid jetzt Gruppe 1, ihr seid Gruppe 2. Okay, ja, denn da kommen sie, das ist nett cool. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Kann ich dich abwählen? Ich kann dich nicht abwählen, das ist nicht cool. Okay, Gruppe 2, Gruppe 1. Gruppe 1 rennt jetzt dahin und macht das Katapult kaputt. Das ist nicht cool so. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein paar Freunde. Ah, und direkt aus nächster Nähe. Das hat ganz schön eine kurze Reichweite. Finde ich nicht so cool. Wenn die Reichweite wirklich so kurz ist. Weil die Karte ist relativ klein. Die wirkt nur so groß. Aber sie ist nicht groß. Sie ist ziemlich winzig. Reparieren wir das Burgtor. 4 Steine ist ja gar nichts. Okay, sonst unsere Wirtschaft scheint. Ja, der Reis ist ein Problem. Das ist aber eigentlich kein großes Problem, außer dass das Zeug Platz frisst ohne Ende.
Und wir nicht wirklich viel Platz haben dafür, aber macht noch ein Feld und dann sollte es hoffentlich passen. Gemüse nimmt aber zu, das gefällt mir. Wir haben gutes Geld. Extra haben wir noch nicht so viele. Bauern werden. Oh, ich muss die wirklich in der Hinterhand haben? Oh, nicht schon wieder. Hier geht mir was auf den Frack, ey. Okay, wenn ihr abgezogen seid, ihr seid Gruppe 1. Hier seid... Oh, wir haben einen verloren, wirklich? Ja, wir haben einen Mann verloren. Die haben wirklich gekämpft diesmal. Das ist nicht cool. Ich mag es nicht, wenn ihr kämpft, aber sie haben... Es kostet mich fast keinen Stein, das zu machen. Okay. So, aber wir sind jetzt in der Lage, dass wir uns die zwei Warlords schnappen, I would say. Deshalb machen wir das mal. Eigentlich könnt ihr euch in Reihe aufstellen, das passt schon. Mit in die Richtung, ihr in die Richtung. Ja, rennt mal darüber. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein, das Problem werden. Ja, der eine ist natürlich sehr schnell tot, wenn er da alleine reinrennt. Okay. Sollte relativ easy sein. Ihr killt mal den da. Und jetzt killt den. Wobei es aber viele seiner Verteidigung erledigt. Das ist nicht so schön, aber oh well. Wir werden es definitiv überleben. Die ich nicht so. Unterstehe eurem Befehl. Brauchen definitiv mehr Bauern. Wie wäre es, wenn wir mal ein nicht ganz so cooles Haus nehmen? Ein schönes. Bitteschön. Wenn wir ein paar mehr Bauern bekommen. Das Dumme ist, wir müssen sie ernähren. Das ist immer das Negative daran, wenn man mit Bauern rumsitzen hat. Solange sie rumsitzen, bringen sie uns halt nicht viel. Geht immer dahin. Du passt noch dahin, wunderbar. Wir haben so all das Gold, das wir für diese Armee benötigen, Exzellenz. Ja, nur das jetzt andere Zeug, weil ich dauernd schon die Armee aushebe, weil sonst wären wir schon tot. Ach, ihr schon wieder. Dass die Typen dauernd ankommen, ne, finde ich ganz schön stressig. Was ich ein bisschen unschön finde, ist, man kann wieder, und das war schon immer ein Problem in Stronghold, man kann wieder Mauern und ähnliches reparieren, während Gegner noch davor stehen. Das sollte nicht sein. Haben so Mobs eine Basis oder sonstigen Spawnpunkt? Dann einfach mal rushen. Ja, der Spawnpunkt ist die Map-Kante. Die kommen hier aus dem... Literally aus dem Urwald. Ich meine, das hier kann ich nicht angreifen. Nein, das kann ich nicht angreifen. Da kommen sie, glaube ich, her. Also das sind einfach Urwaldmenschen, die jetzt einfach mal auf mich zurennen. So wie wir es eigentlich auch sind. Nur wir haben langsam gelernt, wie man Mauern baut. Wir sind die Mauern-Urwald-Personen. Ich kann ihn verbessern. Arbeiter liefern mehr Güter an Lagergebäuden ab. Das ist sehr gut. Da will ich auf jeden Fall investieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Oh, der kann mir Eisen geben. Das ist nice. Hol mal Eisen. Ich will mal gucken, wie viel du mir gibst. Warte, ich kann doch vorher schon sehen, wie viel er mir gibt, ne? 3 Lieferungen A4, okay. Das heißt 12 Eisen. Ich meine, ich kann mit Eisen noch nichts anfangen. Ich will es einfach haben. Weil, aus Prinzip. Sammeln wir mal die Sachen an. Währenddessen holen wir uns den nächsten Warlord. Bevor die Urwaldleute wieder antanzen und meinen, hier Stunk machen zu müssen. Okay, wir haben nicht mehr viele von den Speerstammeskriegern. Da sollten wir vielleicht auch noch ein paar holen. Wir haben so viele Bogenschützen. Ja, wir können auch deren pisselige Verteidigung ganz einfach niederreißen damit. Carry hortet einfach. In der Tat. Der gnädige König sendet wieder Leute in den Tod. Oh well, it happens. Eigentlich sind wir kein König, eigentlich sind wir ein Warlord, ne? Sehr viel Gold. Wir sind ja nichts anderes als ein Warlord im Endeffekt. Ich meine, das ganze System war ja damals so. Es geht schneller mit Fußtruppen, ansonsten würde ich die mit Bogenschützen niedermetzeln. So, 2 for 2. Ich unterstehe eurem Befehl. Okay, wurde mit Gewalt gefangen genommen. Ich hätte es ja mit Diplomatie gemacht, aber ist cool. Gewalt geht schneller. Und ist relativ einfach. Ah, nicht schon wieder. Mit was denn?
Da oben. Ihr habt schon wieder einen Katapult dabei. Die Katapulte sehen recht nice aus. Und haben ein bisschen Pathfinding-Probleme, aber das ist in Ordnung. Die Frage ist... Ja, ich glaube, wir machen das so. Holen wir noch ein paar von den Freunden. Bauern werden benötigt, Hoheit. Ja, das sind praktisch Bauern. Ich meine, wir können doch Leute mit Mistgabeln in der Hand dahin schicken, das wäre das Gleiche. Nur, dass die hier sowas nicht haben. Das ist das Traurige. Okay. Wenn die ankommen, machen wir sie fertig. Mehr Ressourcen. Sammelt die mal ein. So, ich mach die jetzt hier zu Gruppe 1. Haben wir noch mehr solche Ressourcen? Not really. Ich meine, das könnte noch eine Ressource sein, aber es kann auch Deko sein. Anscheinend geht ihr nicht auf den Warlord, was ich interessant finde. Auch du gibst mir mehr Lieferungen in Lagergebäuden. Das heißt, die Typen können mehr tragen, so wie ich das richtig, also wie ich das verstehe und ich hoffe, richtig verstehe. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, kann ich mein Lager überhaupt erweitern? Sobald es passiert wird, kann es nicht wieder verschoben, beschädigt oder zerstört werden. Also, nö. Weil früher musstest du das Lager erweitern, weil das relativ schnell voll lief. Vor allem, wenn du Steine und so ein Kram produziert hast, die du jetzt nicht permanent brauchst. Barrikaden, defensive Holzkonstruktion, die hat feindliche Geschosse in der aber ins kleine Radius absorbiert. Das ist natürlich extrem nice. Vor allem, weil es, wie man gesehen hat, wirklich alles absorbiert, bis es hin ist. Was einen guten Reprieve gibt. Pack den mal dahin und ich will auch noch einen hiervon haben. Okay. Ja, ich warte nur auf euch, Freunde. Da ihr eh in meine Richtung rennt erstmal, ist das okay. Okay, wir werden jetzt warten, bis wir die sammeln und sonst nur so ein paar Blasrohrfunzeln und sowas noch machen. Ich meine, die Typen sind sogar literally nackt. Das sind Bauern. Die haben noch nicht mal eine Mistgabel, sondern nur so ein Bambusrohr und weiß nicht, was die mit dem Ding feuern. Irgendwelche Steinchen oder so? Wir werden angegriffen. Wir werden überhaupt nicht angegriffen, wir greifen an. Ah, hier unten werden wir angegriffen, natürlich. Das hält aber noch eine Weile, das hier ist wichtiger. Ja, die können uns ganz schnell Gauss machen. Oh Gott, die feuern mit dem Katapult auf uns. Nicht sehr effektiv, aber wenn sie treffen, dürften sie eine ganze Reihe von uns wegreißen. So war es früher zumindest. Oh, die sind aber ganz schnell gestorben. Also wenn sie treffen, dann wird es wehtun. Okay, das hat sich erledigt. Jetzt mördert mir die mal bitte. Oh crap, really? Wir haben gar keinen Reis mehr, großartig. Das ist Mörder, denn jetzt hauen alle ab. Okay. Bisschen die Reisration gesenkt. Wir können... Oh ne, jetzt haben wir wieder Reis. Wir können die Steuer senken. Dann sollte es nicht so schlimm sein. Ja, das mit dem Reis ist ein Problem. Wir sollten mehr Reis machen. Mein Gott, wie viel futtert ihr denn? Das ist ja übel. Ich meine, Gemüse haben wir mehr als genug. Ne? Gemüse haben wir Massen. Dann macht noch mehr Reis, Freunde. Okay. Ihr seid nicht ganz in der Gruppe mit drin. Das ist in Ordnung. Oh, hier kommen sie schon wieder mit irgendeinem Mist an. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, sehr cool. Und es bleibt nicht nur einer stehen, sondern mehrere. Wenn irgendwo Feinde sind, dann bleiben sie in einem Radius stehen. Das finde ich gut. Wenn nämlich nur einer stehen bleiben würde, wäre der wahrscheinlich sehr schnell tot. Wirklich Probleme, die man früher im ersten Teil hatte. Haben wir genug gehortet? Immer noch nicht. Wir produzieren so wenig. Wir haben genügend Holz, das ist nicht das Problem. Die sind einfach nur super langsam im Produzieren. Machen wir nochmal ein paar Freundchen hier. Wir haben mehr als genug Gold. Hätte ich nicht Reisprobleme, würde ich einfach noch ein Bauernhaus machen, damit wir mehr Bauern zusammenbekommen auf einen Schlag. ...39 von 40. Okay, wir können bis zu 40 Mann gerade holen. Ja, machen wir noch eine schöne Hütte oder so.
Nimm, mach ein schönes Haus, komm. Keine Ahnung, was die Qualität da wirklich für einen Unterschied macht. Ich glaube, das hier, ne? Ja, das Komfortverhältnis gibt echt nochmal ein bisschen extra Popularität, was nice ist. Dadurch kann ich eigentlich auch die besseren Steuern wieder raushauen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall genug, um hier mal richtig ein... Oh Gott, really game? Warum kriege ich keine Info, dass ich angegriffen werde, Freunde? Ja, aber seht mal, die sind so langsam als Zapper. Jetzt bin ich... Ah, okay, es geht doch nicht. Es geht nicht, wenn viele dort stehen. Ach, durchbrochen, come on. Es geht nicht, wenn viele da stehen, aber... Wenn nur ein, zwei da stehen, dann denkt das Spiel wahrscheinlich, ja gut, die haben eh keine Chance, so in etwa. Und das ist nicht falsch. Und deshalb können wir dann den Kram einfach so aufbauen. Das ist cool. Da kommt nicht noch einer. Okay, aber wir sollten vielleicht so langsam mal angreifen. Ich will nur das hier noch machen. Ihr kommt hier hin. Ihr kommt hier hin. Okay. Wir haben relativ wenige Nahkämpfer momentan, aber gleich, Leute. Dann machen wir einen Cut, wenn wir das hier geschafft haben, die Mission. Aber ja, endlich haben wir mal wieder so ein richtig bisschen Burgenbau. Leider relativ wenig Platz und schaut mal, wie viel Reis die Leute alle vertilgen. Das ist richtig krass. Ja, momentan geben wir nicht so viel. Wir geben denen nur normale Rationen, keine doppelten Rationen. Dafür... Ah, okay, hier sehen wir, wie viel wir verbrauchen. Okay. Wir produzieren 197 pro Tag, essen 87, okay. Erhöhen wir das? Wir haben fast alle. Jetzt könnte es passen. Okay, das hier ist nicht so gut. Also wir müssen das nicht. Hier, ja, die Produktion ist nicht so gut. Okay, machen wir es lieber andersrum. Denn jetzt sollte das passen. Einige sagen, eure Steuern seien fair. Blödmänner. Ja, so geht's mir auch. So würde es mir auch gehen. Machen wir noch ein bisschen mehr Gemüse. My goodness, die Nahrungsproduktion, die man für die kleine Burg schon braucht. Sind nur 48 Mann. Das ist nicht viel. Also die Soldaten fressen nicht mit, um es auf gut Deutsch zu sagen. Das ist anders in... In welchem Spiel war das anders? War es Dwarf Fortress, wo die das doppelte... Nein, in Black and White, wo die das doppelte futtern, wenn sie Soldaten sind. Was natürlich schon ein starkes Stück ist, ne? Warum wollt ihr hier runter? Das solltet ihr nicht wollen. Okay, aber so langsam können wir angreifen. Wir haben genügend Bögen gesammelt. Jetzt warten wir nur, bis die Äxte da sind. Dann heben wir die Armee aus. Die uns gerade mal 800 Gold kostet, was wirklich nicht viel ist. Gemessen daran, dass wir gerade 216 pro Tag machen. Wow, das sind 4 Tage Gold. Ich meine, so eine Armee kann halt auch bei einem Angriff komplett verdichtet werden. Von daher dauert es dann 4 Tage, bis man sie wieder hat. Und man muss immer damit rechnen, dass man ein bisschen Verteidigung braucht, weil wir werden hier ja auch angegriffen. Wie, das war's? Wir mussten den nicht mal angreifen. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich den noch attackieren muss. Ja, da hätte ich ihn auch niedermetzeln und dann den Kram horten können, oder? Ich meine, okay. Wegen mir? Dann machen wir hier jetzt mal einen Cut und beim nächsten Mal gibt's halt Teil 4 der Kampagne der Dschungelkönigreiche. Ich meine, ich bin damit konform. Sehen wir uns nächstes Mal wieder, Leute. Bis bald. Tschüss.